Hallo liebe Imkerfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Morgen ist der große Tag, der Honig wird geschleudert und ich möchte was eigentlich relativ einfach machen, auch die Bienen ein bisschen schonen. Ich werde eine sogenannte Bienenflucht einbauen. Kann man hier sehr schön sehen, so ein kleiner Boden. Den kann man auch immer drin lassen. Hier sind zwei Löcher. Wie ihr sehen könnt, da flüchten nachher sozusagen die Bienen. Und wenn man die Bienenflucht nicht benutzt, kann man einfach hier diese Deckel wieder drauflegen, die dann die Löcher zumachen. So, jetzt zeige ich euch mal die Bienenflucht aus der Nähe. Zufällig dabei in meiner Tasche. Wie ihr sehen könnt, hier fliegt die Biene rein. Dreh es mal um. Krabbelt dann hier durch und krabbelt zu diesen beiden Löchern wieder raus. Und kann praktisch nicht mehr zurückkrabbeln und nicht wieder hochgehen in den Honigraum. Und das werden wir jetzt mal einbauen. So, dann öffnen wir mal die Beute. Stein runter. Blechdeckel runter. Deckelboden runter. Stockmeißel. Ofen Honigraum runter. Die verdammt schwer ist, kann ich euch sagen. Deswegen benutze ich auch Flachzarken. Die gehen dann jetzt auf den Rücken. Verdammt schwer. So. Jetzt legen wir direkt hier diesen Boden ein. Ich habe hier die beiden Bienenfluchten, wie ihr sehen könnt. Wichtig, die Richtung beachten. Sonst krabbeln sie euch hoch und können nicht mehr runter. So. Ich mache den ganzen Laden wieder zu. Wie ihr seht, ratzfatz, in 5 Minuten ist das alles passiert und die Bienen bekommen es eigentlich fast gar nicht mit. Ist auch natürlich für die sehr schonend. Man kann es natürlich auch abkehren, aber das dauert halt seine Zeit. Und das mache ich dann morgen früh runter. Und wie ihr dann sehen könnt, hoffe ich, dass es relativ bienenfrei ist. So, machen wir den Kasten noch zu. Stein drauf. Das war's und morgen sehen wir weiter. So, ein Tag ist vorbei. Vor 19 Stunden habe ich die Bienenflucht eingelegt. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie sich das ausgewirkt hat. Machen wir mal die Bienenbeute auf. Guck mal rein. Und in dem Zug werde ich jetzt auch gleich den Honigraum ernten. Holen wir mal ein Rähmchen raus, um zu gucken. Also es sieht auf jeden Fall weniger aus. Und ich werde wahrscheinlich mit dem Besen noch ein bisschen nachkehren müssen. Und da unten sieht es eigentlich relativ auch gut aus. Also hat es eigentlich funktioniert. Ein bisschen wird man immer nachkehren müssen, aber gestern war der Honigraum noch voll bis in die Mitte. So, liebe Imkerfreunde, das war's von meiner Bienenflucht. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Gebt mir doch ein Like oder abonniert meinen Kanal. Und ich sage danke und tschüss, eure Flugbiene.